Hi, wir sind heute in der tatsächlich in einer spannenden Folge. Hör auf, so zu brüllen, Minecraft-Musik. Halt die Fresse, Zombie. Ach ja, da ist ein Zombie hinter dir, pass auf. Ah ja. Anyway. Ja, willst du erzählen, was wir heute vorhaben? Wir wollen XP sammeln. Ja, wir wollen das gesamte Deep Dark abbauen, damit wir so 50 Level haben. Ich bin schon bei. Wow, das bringt tatsächlich überraschend viele Level. Es ist fast wie Quarz, aber dein Inventar ist nicht voll. Wir müssen nur darauf achten, dass wir halbwegs gesneakt bleiben, damit ja, falls wir so einen Dingsbums-Sensor haben, falls das überhaupt der Sensor war, dass wir nicht den Schulk rufen. Den Warden. Genau. Werde auch erstmal gesneakt bleiben. Nur verbreitet sich das Ding nur oberflächlich oder auch Das, durch die Blöcke? also erstmal oberflächlich und dann später durch die Blöcke. Wir wollen ja schon die Ancient City finden. Ja. Also, wo lang müssen? Auf jeden Fall Ich glaube, wir erstmal. müssen das bei dem Spike probieren. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall runter. No, noch Yes. ein Stück. Ne, okay, das wird dann wieder im Blick rum. Mich Aber ja, wird's das ist echt noch eine Idee an. Absolut nicht wundern, wenn wir wieder komplett drüber sind. Weil immer wenn ich YouTuber sehe, die eine Ancient City finden, finden die auch so ein Dings-Cluster wie wir hier und bauen sich dann runter und fallen dann rein. Okay, dann lass mich da vorne eine Treppe bauen. Beziehungsweise Water MLG dann da rein. Treppe kommt. Ja, ich lass dich mal machen, ne? Aha. Das ist Gravel. Ich baue so lange weiter Skalk ab. Sammelst du dann weiter XP? Ich bin der Meinung, irgendwie konnte man da auch die XP verbessern, genau vermehren, aber ich weiß es nicht mehr. Diamanten! Ja. Oh, ein Achtercluster. Achtercluster? Das sind nochmal. Das waren 8 Diamanten. Ach, du hast Diamanten Also und nicht 8. Jan gesagt. Ha? Wenn dein Kumpel Diamanten brüllt und du verstehst Jan. Jan? Das sind Jan. Nochmal! Okay, das Was? war nur 2. Ich habe insgesamt. Ich habe gerade eben 8 Erze gefunden und dann mal 2 Erze hinterher. Und ich habe jetzt 24 Diamanten gekauft. Haben die gehört? Gehört habe ich es, aber verstanden habe ich es nicht. Okay, 24. Sick. Bin ich überhaupt noch drüber? Möglich. Ich bin jetzt gleich bei Bedrock unten. Dann kann es auch sein, dass wir einfach nur weiter nach links oder rechts müssen. Wo auch immer links und rechts sind. Bin bei Bedrock, ja. Ich meine, diese Ancient Cities sind ziemlich riesig. Von oben nach unten, meine ich. Ja, ich weiß, deswegen wundert es mich ja, dass ich jetzt schon so tief bin. Das heißt, wir könnten doch einfach irgendwo Ich habe was gehört. sehr weit links davon sein. Nein, ich höre was. So, ich glaube, hier habe ich allen Skalk abgebaut. Auf zum nächsten Cluster. Ich bin da. Bei der City. Ja. Und hier ist. Oh, hier sind direkt mehrere. Nee, warte, das ist doch noch nicht die City, aber hier sind sehr viele Catalysts. Ich weiß nicht, wo du dich runtergebaut hast, also. Direkt neben dem Ding. Der wäre sehr freundlich, wenn du trotzdem mal kurz rauskommen könntest. Ich würde nämlich wirklich gern die Dingsbums-Cluster hier wenigstens abgebaut haben, die Skalk-Cluster. Ist gerade schwierig, Jan. Bist du unten? Nee, aber hier sind etliche Dings gewesen. Catalysts. Ah. Wir sollten uns Wolle holen. Und zwar eine ganze Menge. Warum? Wegen den Catalysts. Auf Wolle hörten wir uns nicht, oder was? Nein.
Okay. Und ich glaube auch auf Hay Bales, aber da bin ich mir nicht sicher. Das müsste man austesten. Soll ich Fex Wallow holen gehen? Nein. Okay. Okay, also ich bin auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung, weil es war ein großer Cluster. So, warte, ich komme nochmal zurück. Das wäre sehr gut, denn ich finde gerade dein Dingens nicht. Direkt neben dem fucking Waystone. Ach da. Das ist im Boden und das sieht genauso aus wie der Boden. Es ist aber ein Loch. Wollen wir uns da unten weitergraben oder wollen wir von dem anderen direkt nach unten gehen? Wie von dem anderen? Na, von dem anderen Klapp, den wir gefunden haben. Das ist ja immer nur das, was ich jetzt erst hatte. Okay. Das hier sieht auf jeden Fall aus, als wären wir sehr nah dran. Ja. Okay, ich habe wieder was gefunden. Muss mal nur gucken, in welche Richtung. Okay, ich bin da. Es ist nochmal so eine Höhle. Also müssen richtig danach suchen. Ja. Okay, nee, hier war nur ein Catalyst und dann. Das ist gut. Gibt's irgendeinen X-Ray-Glitch, den wir abusen könnten? Nein, aber ich bin gerade in der Geode und hier ist nochmal so ein komischer anderer Block. Wie sieht der aus? Wie ein Skyblock mit Wasser. Es müsste der Shrieker sein, Moment. Sekunde. Ich habe eben schon einen davon abgebaut, tatsächlich. Okay, ich habe Darkness Effect gerade gehabt. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Warden gespawnt. Das ist nicht nur, wenn der Warden spawnt. Hörst du nicht die. Hörst du nicht das Geschrei? Ja. Hör ich. Und? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vom Warden kommt. Das ist nicht der Punkt vom Schwieger. Wir wollen jetzt nochmal so ein Cluster. Wo ist denn? Da unten geht's auch weiter, hä? Nein, ich hab was. Das ist zwar nicht die Ancient City, aber ich hab was. Oh oh. Abbauen? Definitiv abbauen, Alter. Okay. Da hinten in der. Dahin, wo du nach links gehst, geht's auch noch weiter. Ich nehme hier. Okay. Hier geht's nicht weiter. Alter, ich hoffe finden. Auch noch mal ein Dings gesehen. Ich hoffe finden das heute noch. Wir sitzen jetzt schon eine Weile daran, ne? Wie eine Weile, wir haben ich so. Ich hab noch mal eine Reaktion auf den Sound gesehen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo das war. Bist du jetzt hier nach rechts oder wieder zurück? Durch die Geode. Ich bin nach unten im Prinzip. Also. War da noch, ja. So, hier ist noch ein Sensor, glaube ich, ist das. Bis. Ja, hier meinte ich eben. Sieht auch sehr nah dran aus. Ja, aber das wird alles sein, denn wenn du hier irgendwas abbaust, siehst du dahinter direkt wieder die reguläre Höhle. Habe ich Mending auf dem Schwert? Nein. Ist hier zu Ende? Wir begraben uns einfach außen rum irgendwie. Ah. Oh, hier ist noch Redstone. Ich habe so eine kleine Air Pocket hinter dem Skalp gefunden. Also wirklich eine ganz kleine. Wie viel Zeit haben wir schon hier mitverbracht? 10 Minuten in der Folge.
Okay, Jan, guck mal ganz kurz weg. Ich guck weg. Ich bin im F1-Modus. Guckst weg? Guckst weg? Ja, ich guck weg. Ja, ich glaube, das Spiel verarscht uns. Wieso? Hier sind überall so eine Pockets, aber es ist nirgendwo eine Ancient City. Da ist eine halbe Höhle, die davon infestet ist. Oh. Und das ist eine große Höhle. Was, wenn ich auch mal kurz gucke? Ja, komm, komm mal. Fuck it. Okay, ist doch ein Dungeon. Hier sind richtig, richtig fette Teile, die infestet sind. Aber hier ist nirgendwo eine Ancient City. Ich habe einen Spawner gefunden. Also, ich habe einen Infested Spawner gefunden. Irgendwo muss ja aber eine Ancient City sein, soweit ich informiert bin. Ich muss sagen, meine Informationen sind sehr lückenhaft, ja, aber ich bin es macht, so wie die Lore präsentiert wird, keinen Sinn, dass keine Ancient City in der Nähe ist. Es könnte aber sein, dass die Ancient City durch was anderes overwritten wurde. Ich meine, von der Menge her, von dem Skype, was hier so rumliegt, wäre es nicht abwegig. Ich bin mir recht sicher jetzt, dass das Spiel die Ancient City biommäßig geladen hat. Aber, oh hey, hier ist der Infested Spawner. Sick. Aber dann irgendwas drüber geloadet wurde, dass die City dann nicht gespawnt werden konnte oder so. Also, wir haben jetzt eine Ancient City gefunden, aber keine Ancient City gefunden. Essentiell, ja. Ja. Ich meine, eine Höhle, wo gefühlt alles einmal ins Galk getränkt ist mit einem Lavasee in der Mitte. Oha, hier ist eine fette Höhle noch. Ich meine, hier ist ganz bestimmt keine Ancient City drin, aber ist trotzdem fett, die Höhle. Naja, lass uns mal wieder zurück zum Dings und lass uns da einfach weiterlaufen. Ja. Ich hab... Das ist scheiße. Es ist scheiße, aber es ist sehr gut für meinen XP-Plan. Wo zum Fick bist du, Bei dem Waypointer sagt Deep Dark. Mesa Reef Deep Dark Pervolity, so. So. Das ist eine Witch, das ist eine Bitch. Also, wir können das jetzt entweder abtun, als das Spiel verarscht uns, oder als das Spiel, hat sich selbst zerstört irgendwie. Was? Es sieht eigentlich so aus, als wenn da irgendwas gespawnt wäre, ich meine, ja, ne? Es wird wahrscheinlich einfach nur sein, dass das Spiel mit irgendwas überfordert war und deshalb zwar das Deep Dark machen wollte, aber irgendwie nicht konnte. Ja. Es wird wohl... Ja. Na dann werde ich noch ein bisschen Skulk abbauen, damit ich auf meine 60 Level komme. Wir haben schon mal ein paar Diamanten gefunden. Ja, 4. Nee, 24. Stimmt, du hattest ja auch noch Diamanten gefunden gehabt. Ja. Ich hatte jetzt nur meine im Kopf. Du hast auch noch welche? Ja, ich hatte ganz am Anfang irgendwo welche gefunden gehabt. Ja. Okay, in welche Richtung wollen wir uns graben? Ah ne, warte, da ist noch eine Höhle, was weitergeht, glaube ich. Ich bastel, ich grab jetzt hier Dingens ab. Okay, du wirst die folgen. Nö, ich hole mir jetzt XP und dann gehe ich nach Hause, schätze ich. Okay. Schätze, ich werde noch alleine erkunden. Ja. Wie eine Biene hier unten. Was? Eine Biene hier unten. Ich sag Yippie. Achso, Yippie, ich hab Bee verstanden. You like Jazz? Da ist noch jemanden. Warte, bin ich hier nicht sogar eben lang geflogen? Als ob das connected war. Möglich. Weißt du, ich bin hier noch vorbeigeflogen, dachte ich auch. Da könnte ich mich eigentlich hingraben und dann so tun, als wenn ich nicht wüsste, dass es da wäre.
Und dann war es, dann musste ich mich nicht mal hingraben und so tun, als wenn ich nicht da wäre. War es halt einfach da. Hä? Wenn das Spiel dir deine Aufgaben selbst gibt, selbst übernimmt. Nee. Moment. Oh hey, ich habe auch Diamanten gefunden unterm Skalk. Wanna cheat? No problem. Let me help ya. Oha. Diamant. 3 Erze, 7 Diamanten. Okay, ich könnte jetzt tiefer in die große Höhle oder tiefer in die Seitenhöhle? Nee, die große Höhle. Ist die auch noch groß? Sieht auch groß aus. Da muss ich aber, glaube ich, runterdroppen. Ja. Ich möchte übrigens anmerken, wie lehrreich und entertainend meine View gerade ist. Warum guckst du dir an? Gar nichts. Ich baue einfach nur Skalk ab. Mein. Ich hab gerade ein paar Skelette getötet. Ja. Lauf hier jetzt rum. Ich gucke unterm Wasserfall nach Diamondos. Crazy Diamond. Oh, okay, das ist sick. Unterm Wasserfall ist nochmal eine Höhle. Oh. Und du musst richtig durch den Wasserfall durchschwimmen, damit du reinkommst. Okay, das wird das Deep Pavolity hier. Müssen wir nur gut aufpassen, dass wir das Deep Dark, beziehungsweise nicht das Deep Dark, das Skalk entfernen. In der Surrounding Area. Aber ansonsten. Ich meine, solange die Sensor und so entfernst, kann sich da nichts spreaden, also. Ja, das weiß ich. Meine ich ja auch. Okay, da. Sind hier noch irgendwo Diamanten los? Sind hier noch irgendwelche Diamanten? Gibt's noch irgendwelche Rubies? Ich wollte zwar gerade nicht auf Dingens hinaus, aber ich sehe, was du meinst. Okay. Ich wollte gerade auf ein altes so und so viele Dinge in Minecraft, die du niemals tun solltest Video hinaus, was nicht so Clickbait ist, wie du gerade wahrscheinlich denkst, sondern ein Joke-Video. Das war ganz... Ich habe noch einen Diamanten gefunden. Damals war es ganz funny. Ultra-Keks-Kanone. Wer auch immer sich damals so genannt hat, eine Legende. Ultra, ich trete dir in die Eierkanone. Das war mein einziger Diamant. Ich habe jetzt 30. Ich habe noch 7 Diamanten. Ultra-Eiersalat-Kanone, oh nein. Oh nein, nicht Eiersalat. Hey Jan, weißt du, was in Chainsaw Man passiert? Eiersalat, yeah. Jan, schmerzhafte Variante. Aha. Hey, Spoiler für die eine Person, die es eventuell interessiert. Spoiler-Alarm, so rum. Jedenfalls, der Protag, Straßenleben und sowas, weiß einzige Art, wo er wieder heißt, zu kämpfen, zählt auf den Max. Solltest, glaube ich, beim Mikrofon bleiben. Was? Ich glaube, du solltest beim Mikrofon bleiben. Wie jetzt? Weil ich habe nämlich absolut kein Wort verstanden. Okay. Der Denji, der Protag. Ja. Straßenleben und sowas. Okay. Der, seine einzige, was? Seine Kampfart. Er tritt in die Eier. Das ist alles, was er macht. Jeder Treffer zählt auf die Balls. Ja. Ende erste Staffel. Die er und sein, I guess, Mitbewohner. Die haben den Main Bad Guy dessen. Was machen sie mit ihm? Er hat irgendwie die Freunde von dem anderen Dude getötet. Genau. Die treten ihm in die Eier, bis er ohnmächtig wird. Abwechselnd. Oh. Und haben daraus einen Wettbewerb gemacht, wer ihn lauter schreien lassen kann. Oh. Oh!
Ich hab. Moment, ich hab grad ganz kräftig Angst. Wie viel Creeper? Gar keine. Skulk Sensor. Was? Ich könnte auch noch einen Warden spawnen. Beziehungsweise Shrieker. Der Shrieker ist der, der spawnt. Oh, das ist der Shrieker. Was ist der? Okay, hier sind so einige Shrieker. Ich hab eine ganz komische Musik. Oh! Ich bin in einem sehr gefährlichen Territorium. Ist er ein Warden? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ja, so wollte ich es auch betonen. Hermian, warde ihn. Was? Ich glaube, der wardet mich gleich. Ey Jan, ich glaube, die Folge ist so ziemlich vorbei. Ja. Ich glaube, du kannst nicht mehr gewardet werden. Du hast jetzt Ward Immunity. Bestimmt. Weil so funktioniert das. Weil immer wenn die Folge endet, dann geht Jan in Creative Mode und nuked alles um sich herum. Ich habe gerade echt nicht zugehört. Hier sind legit 8 Creeper. Weil Sky schon wieder denkt, dass ich sie ignoriere, nur weil ich gerade leicht mad auf sie bin und nicht antworte. Ich habe ihr mehrfach gesagt, dass ich nicht sie nicht einfach ignoriere, weil ich sie ignoriere, sondern wenn, dann einfach, weil ich gerade was mache. Also ignoriert sie. Naja, ich wusste bis eben nicht, dass sie geschrieben hat. Bin aber mit ihrem Chat gerade offen. Also eher weniger, nee. Was zur Hölle bin ich? Jan, hast du ein paar Krümel für mich auch ausgestreut? Nein. Oh. Ich kann dir hier aber ein bisschen. Ich kann dir da, wo ich bin, aber ein bisschen Gunpowder hinstreuen. Vielleicht findest du es dann, wenn ich hier Gunpowder hinwerf. Ja, Gerd leite mich ein wenig und dann finden wir es. So, ich habe jetzt Gunpowder hier hingeworfen. Vielleicht bist du ja gleich in ein paar Sekunden magisch hier oder so. Ah, ich riech's. Ah, es riecht echt scheiße. Yeah. Oh, das stinkt. Das ist Sulfur. Was erwartest du? Müffeln. Hey, du kommst ja wirklich in meine Richtung. Ja, ich sehe auch den Waypoint. Oh hey, hier ist noch ein bisschen von Stärkzeug. Jonkes? Oh. Ja. Ich glaube, ich sollte langsam auch die Folge beenden. Ja, wie weit sind wir denn, Jan? 20 Minuten irgendwo. Okay. Na dann. Sag bye bye. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.